Der Orang-Utan geht los und holt sich. Also die springen ja nicht so herum, die Orang-Utans, oder? Die gehen ja eher... gemessenen Schrittes. Orang-Utan-Schritt. Mit Ästen für den Ästen. So, und jetzt muss ich das verflechten oder einfach hinwerfen? Also zunächst mal fängt das Orang-Utan-Nest an, dass man sich also so hinhockt. Ja. Und so ein Kreis um. Jetzt machen wir mal was, was die Orang-Utans häufig machen. Ich gehe jetzt das Polstermaterial holen und in der Zwischenzeit besetzt du mein Nest. Ich besetze das Nest. Ja. Mein Nest. So, jetzt passiert etwas, was in der Orang-Utan-Schule selten passiert. Jetzt läutet mein Handy. Ich habe jetzt schon gelernt in der Orang-Utan-Schule, dass die schlafen wie ich zu Hause, nämlich auf der Seite. Also, gute Nacht, ich werde jetzt mal mein Orang-Utan-Nest beziehen. Ah, herrlich, herrlich. Gut. So, und wenn Regen ist, dann kann man sich jetzt noch so einen Regenschirm irgendwie auflegen. Die Orang-Utans verwenden natürlich Blätter, die sind so groß. Die haben wir hier die aber haben wir nicht. Leider in der Nähe. Und da kannst du dir jetzt überlegen, wo du am dringendsten Regenschutz brauchst. Ja, genau. Am Boden das Nest ist soweit fertig, nur schlafen Orang-Utans leider im Baum. Also ich meine, du bist jetzt wirklich wie so ein Orang-Utan-Bursche. Ja, die ja bin haben, ich auch. Die haben nicht so viel Geduld und die versuchen dann öfter mal eine Abkürzung und von den Mädchen ein Nest zu erbeuten. Und die sind besser oder, gebaut? Ja, die werden mit viel mehr Geduld und Hingabe gebaut. Aber Entschuldigung. Wenn das kein 1A Orang-Utan-Nest ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ein anstrengender Orang-Utan-Bautag geht zu Ende und meine liebe Freundin, die Erika, hat schon Platz genommen am Nest. Ich brauche eine Benotung, bevor ich mich da reinlege, weil dann fällt es zusammen für den heutigen Tag Nestbau. Also der Nestbau war jetzt gar nicht so schlecht. Bald bin ich Orang-Utan.